Oh Mann. Ich glaube, der 10. Gast, diese Wohnung ist voll. Es sind so viele Leute hier, aber endlich mal ein kompetenter League of Legends Spieler. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Wie geht's dir? Super, danke für die Einladung. Bist du auch reingekommen? Ein bisschen reingeschlübert, ein paar Schlüssel gebrochen, ein paar Türen gebrochen, bin ich reingekommen. Ach, so ein 1,25er in Welt war das, ne? In meinem Wohnzimmer, ein Klassiker. Doch ein Arzt ist grüßen. Ja, herzlich willkommen hier in meinem Wohnzimmer und damit auch herzlich willkommen in der Chibo Pre-Show, was natürlich an euch da draußen gilt, Freunde. Ne? Also ganz entspannte Nummer. Also generell erstmal keine Ahnung, wer alles heute immer in die Pre-Show kommt. Das war mal eine Drei-Mann-WG. Ich will es nochmal ganz kurz erwähnt haben. Und dann ist es irgendwann eskaliert. Und dann hatten wir mal eine Party und dann saß da irgendwann ein Rülfchen oder so ein Moseding ist hier versackt. Hörst du am nächsten Tag und dann macht er hier morgens immer seine Routine mit einem 250 Liegestütz. Und klassisch, wenn er morgens aufwacht. Also das ist schon wild geworden. Generell aber finde ich schön, dass wir alle zumindest den gleichen Konsens haben und sagen, LEC ist super. Ja, das ist eine gute Liga, das macht Spaß und ist natürlich auch so ein bisschen der Traum von jedem einzelnen Spieler, glaube ich, der startet. Du bist ja selbst aktiver kompetitiver Spieler noch. Ich meine, wir beide haben uns, glaube ich, 2018 zum ersten Mal zumindest so kennengelernt mit Ich hab dich kommentiert. War die LEC für dich auch immer das große Ziel oder ist es das immer noch? Ja, also definitiv. Also als ich jetzt gestartet habe, da war das natürlich von Anfang an das größte Ziel. Kann ja so ein bisschen rüber passieren lassen, so wie das eigentlich so alles angefangen hat. So. Ich habe ja 2018 war ich halt in Challenger unterwegs und wurde dann halt gescoutet relativ früh für die zweite Division, was heutzutage die dritte Division ist in Deutschland. Habe mich dann qualifiziert für die erste und wurde dann direkt für die ProDiv, beziehungsweise was früher erste ESL war, angefragt. Und habe dann relativ früh meine Karriere da schon in Deutschland gestartet. Mhm. Lief da auch sehr gut. Also mein erster Split da zwar mit Nigelf, der Botlaner war Dextro. Der ist unter Namen bekannt in Solo-Queue mittlerweile. Knight und Nice Guy Ben auf Toplane. Das lief auch sehr gut. Haben den 5. Platz erreicht. Früher waren es noch 4 Teams für Playoffs statt 6 wie heute. Also leider knapp Playoffs verpasst. Danach hatte ich eigentlich den Plan zu retiren, weil ich meinen Master machen wollte in Politikwissenschaften. Mhm. Das war dann für mich so ein kleiner Einbruch in der Karriere. Habe dann danach in der Second Div gespielt, weil ich dann einfach nach drei Sitzungen in der Uni gemerkt habe, ich will einfach LoL spielen. Ich habe überhaupt keinen Bock darauf, in der Uni zu sitzen. Ich glaube, das kennt der ein oder andere von uns vielleicht. Und dann habe ich einfach in der Second Div nochmal gespielt. Und das war so semi-erfolgreich, war so ersten 4 Plätze, glaube ich, zu der Zeit, ja. Ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen habe. Generell übrigens, Freunde, wie immer, ne, solltet ihr Fragen zu den heutigen Themen haben, wir werden uns das noch so ein bisschen anhören, was Outlandish zu erzählen hat. Also solltet ihr zum Beispiel auch vielleicht auch Fragen haben, wie werde ich Pro-Gamer zum Beispiel oder sowas, stellt sie uns gerne mal in den Chat rein. Mit etwas Glück können wir darauf eingehen. Später werden wir noch so natürlich heute über die Playoff-Situation sprechen und die Teams, die noch die Chance haben, dahin zu kommen. Und dann geben wir auch kleine Ausblicke in Richtung Playoffs. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Zweite Division ESL-Meisterschaft war auch mein Start. Winter 2018 war ich mit am Start. Mhm. Und von da ging es ja bei dir dann aber doch noch sehr, sehr wilde Wege. Ne? Ja, also es waren viele Ups und Downs. Ich glaube, das meiste, was so TLDR zusammengefasst für mich war immer so, ich musste mich immer wieder hochkämpfen. Ich hatte sehr, sehr gute Splits, dann hatte ich sehr, sehr schlechte und dann musste ich mich immer von dem Schlechten wieder hochkämpfen. Das ist für mich jetzt aufgrund meiner Persönlichkeit nicht halb so wild, weil ich bin immer so, ich versuche mich wieder hochzukämpfen. Die Ups waren zum Beispiel, dass ich 4 LANs gewonnen habe. Ich habe die Comic-Con gewonnen in Österreich gegen Unicorns of Love im Finale. Da war zum Beispiel Rika und CS in meinem Team. War komplett Legendenteam. Dann habe ich den Unity Media Cup gewonnen. Da hast du, glaube ich, gecastet. Nee. Da war Rulf. War das? Ich das Turnier kommentiert das Finale nicht. Ah ja, aber auf jeden Fall, ich erinnere mich da noch, da waren wir, glaube ich, in Köln. Da war ich zum Beispiel MVP geworden, das war sehr schön. Und durch diese LANs bin ich aufgefallen wieder in der deutschen Szene, nachdem ich halt nach meinem kleinen Retirement überhaupt nicht mehr aufgefallen bin. Und habe dann Angebote von Gamer Legion bekommen. Und da habe ich mit Gamer Legion sie in die First Div gebracht. Und dann waren sie halt quasi in der Pro Div, habe da nochmal gespielt. War nicht so erfolgreich. Und dann hieß es für mich, ins Ausland zu gehen. Und dann war ich in der Balkanliga, war ein Game weg von EU Masters leider. Dann habe ich in der ProDiv gespielt, in Mindcent. Die haben die Relegation leider nicht geschafft. Und jetzt bin ich seit Januar in NLC. Das ist die britische, skandinavische Liga, wo zum Beispiel Fnatic und Exa Academy sind, wo Leute Makun und Advien herkommen. Da habe ich im Spring Split einen super guten Split gehabt, war mit Playoffs komplett überraschend, weil ich ein Rookie-Team gejoint bin als einziger Veteran. Hat da sehr viel Verantwortung, hat mir super gut gefallen. Diesen Split leider ein bisschen nicht so einen guten Meta-Read gehabt und ein bisschen gechoked, die Games. Deswegen sind wir jetzt in der Relegation. Ist natürlich unglaublich wichtig, weil NLC eine Major-League sein wird.
müssen wir den Spot auf jeden Fall halten. Und ich bin da super motiviert. Ich also ich denke mal, zusammengefasst, so 3 Jahre war immer für mich so, das ging so die Karriere. Und was würdest du sagen, ist deine größte Stärke, wenn du es jetzt so mit so 2, 3 Sätzen beschreiben müsstest als Spieler? Meine größte Stärke ist einfach meine Bisshaftigkeit, einfach so diesen Drang, immer besser zu werden. Ich habe kein Problem damit, wenn es Rückschläge gibt, weil mein Leben immer so verlaufen ist, dass ich mich hochkämpfen musste. Mhm. Und das ist für mich immer die beste Stärke. Ich gebe niemals auf und das zeige ich auch meinem Team. Ich meine, das ist vermutlich auch einer der Gründe. Du bist ja schon verhältnismäßig alt für einen E-Sportler. Ne? Mhm. Da muss man ja auch sagen, großen Respekt dafür. Es gibt Leute, die retire mit 22. Ich weiß nicht, wen ich hier meine, ne? Aber im Endeffekt, das immer wieder durchzuziehen, hat einen großen Respekt verdient und vielleicht wird es ja eines Tages noch zur LEC führen, je nachdem. Ich meine, der Traum kann ja immer bestehen. Wir wollen uns jetzt natürlich ein bisschen auf LEC an sich konzentrieren und da gibt es tatsächlich jetzt die erste Chatfrage und zwar kann ich die sogar selbst ein bisschen beantworten. Die Frage ist, gibt es heute überhaupt Tiebreaker? Und die Antwort ist, vielleicht. Ja, vielleicht gibt es heute Tiebreaker, das machen Tiebreaker generell aus. Soweit ich es im Kopf habe, haben wir einen maximalen Tiebreaker, der heute am Ende des Tages noch ausgespielt wird. Das Ganze wird dann so um den Platz 6 passieren. Allerdings würde ich sagen, wenn ihr das Ganze mit den Tiebreaker-Situationen ein bisschen verstehen wollt und vor allem ein bisschen komplexer was wollt, bleibt auf jeden Fall dran, denn in der Pre-Show, also direkt hier im Anschluss zur Chibo Pre-Show, werden wir ein wenig über die Tiebreaker-Situation sprechen und wie das dann so ausgeht. Also es kann einer passieren, der Rest löst sich selbst auf. Ich meine, Riot hat das Regelwerk entsprechend auch angepasst, dass man halt nicht sagt, okay, das ist der letzte Spieltag und jetzt haben wir noch 9 Spieltage danach, 9 Spiele danach, weil wir müssen erstmal die Tabelle klären. So, das ist natürlich auch für die Zuschauer, glaube ich, eher Pain, das immer nochmal alles anzugucken. Also das wird nochmal sehr spannend. Was sagst du denn zu diesen Playoff-Rennen? Ich meine, jetzt so die Teams sind ja viele Teams, wo man sich sagt, okay, für Excel wäre es das erste Mal seit langem. Für Vitality erst recht, die ist das erste Mal, dass sie nicht am 10. sind. So, und für Astralis als neue Organisation auch Playoffs zu kommen, ist ein großes Ziel. Würdest du so einem dieser Teams eine besondere Motivation zuschreiben? Für mich, ich habe auch schon gestern gesagt, ein Cast, für mich Astralis, super gute Überraschung. Mir gefällt halt Sansara und Magi Felix super gut. Und ich möchte unbedingt sehen, wie sie sich in Playoffs schlagen. Ich glaube, das Fan-Favoritenteam ist wahrscheinlich Vitality, aufgrund der vielen sehr starken Persönlichkeiten auf Twitter und Social Media. Die waren ja sehr, sehr hyped, haben vielleicht nicht so performt, wie es zu erwarten war von den Fans. Deswegen hoffe ich zum Beispiel für die, dass sie einen guten Playoff schon haben können, damit die Fans ein bisschen was von Leader, ein bisschen mehr von Selfmade sehen. Aber man muss halt auch Excel nicht verabschieden, weil die haben jetzt mit Marco und Advienne einfach einen super guten Run gehabt. Die haben sehr gute Games gehabt und ich bin super stolz auf die beiden Jungs. Ich habe auch mit Advienne früher so ein bisschen mehr Kontakt gehabt. So. Und er ist sehr, sehr ehrgeizig in dem, was er macht. Persönlich, ich sage, dass Astralis wahrscheinlich in Playoffs am besten performen wird, weil sie sehr, sehr konstantes League of Legends spielen und wenig Raum für Fehler lassen. An sich, aber sie spielen auch ein sehr, sehr langsames League of Legends. Und ja, es ist mal so tagesformabhängig, würde ich sagen. Aber ich glaube, Astralis hat generell die besten Chancen. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Man kann auf jeden Fall alles zuschreiben. Ich kann auf jeden Fall sagen, Astralis hat eine größere Fanbase, als du vielleicht denkst. Also gerade auf Twitter gibt es so viele Astralis-Fans, die sich das wünschen. Ich sehe auch ein relativ großes Brand, halt nur noch nicht im League of Legends-Bereich. Ich würde mich auf jeden Fall auch für sie freuen. Jetzt interessiert mich allerdings erstmal, was ihr dazu denkt, Freunde. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, bei uns im Chat einmal abzustimmen. Dafür müsst ihr nach da oben, da könnt ihr immer abstimmen. Und zwar, welches Team wird es in die Playoffs schaffen? Ist es Astralis, Excel oder Team Vitality? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, immer abzustimmen. Denn das interessiert mich, denn ich stimme dir vorhin ganz zu. Astralis hatte die besten Chancen. Sie haben es gestern verspielt, indem sie gegen Excel verloren haben. Team Vitality wirkte gestern sehr, sehr stark und hat ja heute auch das potenziell einfache Matchup. Denn Excel muss halt gegen G2 Esports ran heute im letzten Spiel des Tages. Also das wird nicht einfach zu sehen. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass diese drei Teams dann erstmal auf dem 6. Platz sind. Sagen sie so, ey, Playoffs? Und dann gibt es ein Best-of-5 gegen Fnatic. Ja, es ist natürlich definitiv ein schwieriger Gegner. Ich glaube aber halt, dass Fnatic relativ leicht zu exposen ist. Also sie machen sehr, sehr viele Fehler. Das haben wir zum Beispiel gestern im Interview gehört. War das mit Kaiser, wo er dann erklärt hat, dass sie einen relativ Spielstil haben, den sie immer versuchen zu wiederholen. So Adam als sehr, sehr aggressiver Toplader, der versuchte Flanks zu gucken. Und wenn man Fnatic's Games betrachtet, sie sind sehr, sehr oft out of position und nicht wirklich, die synchronisieren nicht alle ihr Play gemeinsam. Welchen von den drei Teams würdest du zuschreiben, dass sie gegen Fnatic tatsächlich bestehen können? Fnatic versucht ja eigentlich immer Chaos zu generieren. Das heißt, sie sind am schwächsten gegen Teams, die sehr, sehr stark im Neutralisieren sind. Also im sehr, sehr klassischen League of Legends Slow-Paced-Playstyle.
Astralis. Astralis ist nie das Team, das so super viel contestet im Early Game, aber immer die Gegner zum Schwitzen bringt, weil sie einfach alles neutralisieren. Sie spielen voll auf Objectives. Ich denke mal, am einfachsten hätte es zum Beispiel Fnatic gegen Vitality. Ah, das stimmt. Der Chat ist sich tatsächlich, es ist ein bisschen knapp gewesen, allerdings ist die Mehrheit tatsächlich dafür, dass Team Vitality es in die Playoffs schafft. Also da wird es schon spannend für sie. Also generell ist es so, dass wir nach dem zweiten Spiel heute noch nicht sicher sagen können, wer in den Playoffs ist. Es bleibt wirklich spannend bis zum letzten Game. Also das haben die Scriptwriter von der LEC auf jeden Fall sehr, sehr gut geschrieben. Und das macht es so spannend, weil ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, ich saß hier in Woche 5. Nee, Woche 4 saß ich hier so geschnallt und gesagt, naja, die Top 6 steht ja fest. So, das war Team Vitality, war damals noch stark. Ne, und dann haben wir hier 6 Teams und die Playoffs-Plätze sind quasi schon da. Und dann haben wir jetzt wirklich bis zum letzten Game der Saison, man muss sich mal vorstellen, haben wir einfach noch Krimi. Also man ist nicht sicher, wer es weiterschafft. Während wir natürlich an der Spitze der Tabelle jetzt schon ein bisschen mehr in die Einigung hatten. Wir hatten vor der Super Week schon 5 Teams, die es geschafft haben. Finden sich schon da. Wir haben, seit gestern ist klar, welche 4 Teams im Upper Bracket starten werden. Und da ist natürlich dann das Interessante. Ne? Wir haben noch keinen sicheren ersten Platz. Also das können wir zumindest im Split sagen, wie es da mit den Championship Points aussieht, müssen wir dann gucken. Im Endeffekt aber für die Teams natürlich ein großes Risiko. Also wie laufen die Best-of-Fives? Was sind deine Prognosen für die Playoffs? Glaubst du, das wird das der Wilde Westen oder wird es strukturiert? Werden wir viele clean 3-0s sehen? 3-0s gibt es relativ selten im E-Sports mittlerweile, weil mit Teams mittlerweile so gut sind, adaptieren, Draft zu suchen und verschiedene Taktiken einfach ausprobiert haben, wie sie gegen diese Teams spielen können. Ich glaube, von den 4 Teams sind die konstantesten zurzeit Rogue und G2. Für mich sind Misfits und Mad Lions Teams, die sehr tagesformabhängig sind. Ich denke mal, zum Beispiel Mad Lions hat eine sehr, sehr gute Woche. Auch spielstiltechnisch Armut ist wieder so auf seinem guten Level, was ein bisschen mehr Struktur reinbringen kann. Meine Prognose ist, dass G2 einfach das Turnierteam ist. Also wenn sie einmal in so einem Best-of-5, Best-of-3-Szenario sind, die haben einfach die meiste Erfahrung und bleiben cool. Und das hat man zum Beispiel bei Misfits nicht. Misfits hat ja sehr, sehr viele junge Spieler, die haben super viel Talent, einen guten Split, aber bringen ja nicht die Erfahrung mit. Und in solchen, ich habe da ja auch viele Turniere und LANs und sowas gespielt, da kommt sehr, sehr stark auf Erfahrung drauf an und auf, dass man einfach sehr, sehr ruhig bleibt. Aber die Spiele hat man noch auf der Botlane. Ich meine, mit Cobb und Vendor mehr Erfahrung kannst du dir nicht auf eine Lane klatschen gefühlt. Ja gut, das stimmt allerdings, aber dann ist auch deren Aufgabe, dass sie diese Erfahrung auf die restlichen Spieler ausstrahlen. Sie müssen ja wirklich proaktiv versuchen, die Spieler mit rein zu etablieren, damit die anderen nicht nervös werden, wohingegen du bei G2 einfach 5 Spieler hast, die auf einer Wellenlänge sind, wo ich denke mal, was Kommunikation angeht, die nicht so einen unglaublich schweren Job haben wie bei Misfits. Also die Verantwortung ist bei Misfits etwas unbalancierter als bei G2. Da sind alle relativ auf dem gleichen Level und ich hoffe einfach für die, dass G2, für die G2-Fans vor allem, dass einfach dieser Upswing weitergeht. Weil wir haben ja schon öfters beschrieben, wie gut die mittlerweile sind, die letzten Spieltage. Bis auf gestern. Bis auf gestern, ja. Entschuldigung, ich hatte einen kurzen Huster. Aber ich glaube, G2 macht das Comeback, diesen Split. Also ich habe das irgendwie ein Gefühl, dass sie wieder sich den Thron holen werden. Ich hätte Bock drauf. Ich glaube allerdings, dass Rogue auch sehr, sehr heiß drauf ist. Also gerade nach dem Finale im letzten Jahr, holy moly, die wollen da nichts anbrennen lassen. Das kann auch mal spannend werden. Und auch die Mad Lions wirken so, als wenn sie definitiv den Titel zurückhaben wollen. Ne? Ich schätze auch Misfits, also man muss fairerweise sagen, sehr viele Leute schätzen Misfits immer. Viele haben gesagt, ja, ob Misfits in die Playoffs schafft, gucken wir nochmal. Als sie auf dem ersten Platz waren. Dann waren sie so, ja, ob Misfits es in die Top 4 schafft, gucken wir mal. Jetzt sind sie in der Top 4. Ich meine, wann sehen wir endlich ein, dass Misfits den Split und die Worlds gewinnt? Ich glaube, bei Misfits ist das große Problem, dass sie nicht konstant spielen. Sie haben oft individuell sehr, sehr starke Fehler, was für mich sehr schade war, bei Razak zum Beispiel zu sehen, im Jungler. Ich bin ein absoluter Fan von ihm, ich verfolge ihn schon sehr lange und es war sehr, sehr schade, dass er halt diese Games hatte, wo er im Early Game sehr starke Fehler gemacht hat. Das hat man zum Beispiel gestern gesehen, wo er für den Level 3 Toplane Gang gegangen ist gegen den Olaf, der halt einen Xin Zhao komplett outfarmt und diese Pathing-Entscheidungen bringen natürlich einen zu nachdenken und Jungle ist einfach so eine unglaublich wichtige Rolle für die Teamdynamik. Deswegen spricht man vielleicht Misfits nicht so viel zu wie einem G2, die einen Jankos haben, der natürlich ein bisschen ein Meme ist in seinem Stream, aber er ist einfach ein krass guter Jungler, vielleicht der beste Jungler, den wir jemals im Westen hatten, der oft konstant auf so einem hohen Niveau spielt und deswegen ist das Vertrauen nicht da, aber man kann Misfits auf jeden Fall zusprechen, dass sie es schaffen können und da hängt es wirklich sehr, sehr stark von der Tagesform ab. Sind ja auf jeden Fall jetzt schon die Überraschung und das heißt, sie haben auch nichts mehr zu verlieren, weil sie haben es jetzt schon so weit geschafft, sie haben Playoffs geschafft, sie haben Top 4 geschafft und das ist so ein bisschen die Geschichte der LEC in diesem Split, Freunde.
alles ist möglich. Und das bedeutet, dass es auch Excel endlich mal die Playoffs schaffen kann. Hier in der Super Week, im letzten Spiel des Tages bei uns in der LEC, Freunde. Es wird ein Fest und da starten wir jetzt rein.